Unser Gehirn ist schon ein erstaunliches Organ. Es liebt das Unerwartete, braucht die Herausforderung und kann nur dann sein volles Potenzial entfalten, wenn es an seine Grenzen gehen muss. Was unsere Muskeln zerren und unsere anderen Organe dauerhaft schädigen würde, ist Balsam für unseren Verstand. Je mehr wir ihm zumuten, desto brillanter wird er in Zukunft. Allerdings gibt es auch in Sachen Train Your Brain einige No-Gos, die du dir zu Herzen nehmen solltest. Schließlich haben wir nur ein Gehirn und einmal abgestorbene Gehirnzellen sind für immer dahin. Was du selbst jeden Tag dafür tun oder lassen kannst, damit dein Denkapparat zu einem echten Spitzenwerkzeug mutiert, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Dauerstress. So sehr unser Gehirn Herausforderungen in Form von Neuland und unbekannten Informationen liebt, so sehr hasst es ein Leben auf der Überholspur. Wenn wir Dauerstress ausgesetzt sind, bedeutet das für unseren Verstand nämlich nicht nur Überstunden und mehr Arbeit. Wir versagen ihm dadurch seine dringend benötigten Ruhe- und Regenerationsphasen. Stress führt dazu, dass wir weniger qualitätvollen Schlaf bekommen. Unser Gehirn braucht diese Systemabschaltung in der Nacht aber, um kleinere Reparaturen-Wartungsarbeiten durchzuführen. Außerdem löst das Unterbewusstsein unser Bewusstsein ab und gönnt diesem Hochleistungsrechner so seine wohlverdiente Pause. Noch ein negativer Effekt von Stress: Wir vergessen darauf, gut zu essen und ausreichend zu trinken. Stattdessen stopfen wir uns, ohne es zu bemerken, mit fettigem und süßem Essen voll, weil wir diese vermeintliche Stressnahrung brauchen. Kaum ein Mensch wird intuitiv zu einer Handvoll Nüssen und einem Apfel greifen, wenn Deadlines ihn jagen wie Zombies aus einem Ego-Shooter-Spiel. Der dritte Sargnagel im Bunde, der mit chronischem Stress einhergeht, ist der Bewegungsmangel. Unser Gehirn braucht Sauerstoff und profitiert davon, dass unsere Durchblutung zwischendurch angeregt und unsere Herzfrequenz deutlich erhöht wird. Konzentrations- und Gedächtnisleistungen sind erwiesenermaßen höher, wenn wir uns regelmäßig bewegen. Nummer 2. Umweltverschmutzung und Lebensumstände. Zugegeben, nicht alle Menschen können es sich nach Belieben aussuchen, wo sie leben und arbeiten müssen. Haben wir darauf jedoch Einfluss, sollten wir neben unserer körperlichen und psychischen Gesundheit auch unser Gehirn dabei nicht vergessen. Schlechte Luft, Smog, dauerhafte Lärmbelästigung und viele Menschen auf engstem Raum sind ganzheitlich schlecht für unser Wohlbefinden. Unser Gehirn wird durch diese Reizüberflutungen überfordert und kann kaum zur Ruhe kommen. Außerdem fühlen wir uns nicht nur gestresst, wir sind es auch. Dann kommen all jene Faktoren zum Zug, die wir bereits über chronischen Stress und seine Auswirkungen auf unser Gehirn gehört haben. Doch auch Chaos und Unordnung sowie schwierige zwischenmenschliche Beziehungen wirken sich nicht nur auf Psyche und Emotionen aus. Unser Verstand ist ständig bemüht, mit unserem Leben mitzuhalten. Wird er permanent torpediert und ist negativen Lebensumständen ausgesetzt, kommt es zu einer regelrechten Systemüberlastung. In der Folge hisst unser Gehirn die weiße Flagge und lehnt jede Form von Denkprozess ab, die nicht überlebensnotwendig ist. Nummer 3. Dehydrieren. Das ausreichende Trinken von Wasser oder anderen kalorienfreien Getränken tut nicht nur unserem Organismus gut. Wer auf seine Flüssigkeitszufuhr zu wenig achtet, wird schon sehr bald unter Konzentrationsstörungen zu leiden haben. Studien haben gezeigt, dass nur 1% zu wenig Wasser trinken pro Tag unsere kognitiven Fähigkeiten um bis zu 5% beeinträchtigen kann. Ab 2% beginnt unser Denken schon deutlich nachzulassen. Ist der Wassermangel von Dauer, kann dies sogar dazu führen, dass unsere Gehirnzellen im wahrsten Sinne des Wortes schrumpfen. Nummer 4. Trägheit. Den geflügelten Satz »Sitzen ist das neue Rauchen« hast du sicher schon einmal gehört. Es liegt nahe, dass ein zu viel an sitzender Tätigkeit nicht gut für unseren Rücken und unsere Organe ist. Doch auch unser Gehirn leidet und verabschiedet sich sukzessive von der Bildfläche, wenn wir nicht in Bewegung bleiben.
Überlege dir einmal, wie ein durchschnittlicher Arbeitstag in der heutigen Zeit aussieht. Wir fahren selbst kürzeste Strecken mit dem Auto, gehen einer sitzenden Tätigkeit nach und fahren abends wieder nach Hause, um den Tag am Esstisch und am Sofa ausklingen zu lassen. Auf diese ungesunde Weise enthalten wir unserem Gehirn wertvollen Sauerstoff vor und sorgen außerdem dafür, dass unsere Gefäße nicht ansatzweise so gut durchblutet werden, wie sie es schon bei moderater Bewegung könnten. Es muss nicht einmal ein schweißtreibendes Sportprogramm sein. Unser Gehirn dankt es uns schon, wenn wir die täglich empfohlenen 10.000 Schritte schaffen. Im Gegenzug leistet es uns auch weiterhin hervorragende Dienste. Und auch die Herausforderung darf dabei natürlich nicht fehlen. Die Koordination unserer Hand-Fuß-Motorik, das Überwinden oder Umgehen von Hindernissen und das Sammeln von Eindrücken entlang des Weges sind zusätzliche Pluspunkte in Sachen Gehirnjogging. Nummer 5. Selbstgewählte Einzelhaft. Der völlige Rückzug von der Welt mag einigen Menschen als durchaus attraktiv und erstrebenswert erscheinen. Schon der französische Dichter und Philosoph Jean-Paul Sartre schrieb: Die Hölle, das sind die anderen. Doch für unser Gehirn bedeutet Isolation den stillen und langsamen Tod. Auch wenn es dir schwerfällt und gar nicht attraktiv erscheint, versuch jeden Tag mit mindestens einem fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Smalltalk genügt, es müssen keine tiefgründigen philosophischen oder gesellschaftspolitischen Diskurse daraus entstehen. Der kurze Plausch beim Bäcker oder in der Supermarktkasse reichen schon, um unser Gehirn mit kleinen, aber feinen Innovationen zu füttern. Als Bonuspunkt winken dir Sympathien in den Augen der anderen und das Gefühl, einem Menschen, der es vielleicht gerade ganz dringend brauchte, dein Ohr geliehen zu haben. Was die Gesellschaft anderer für unsere neurologische Wahrnehmung tun kann, schafft kein PC, kein Fernseher und kein Smartphone der Welt. Wir brauchen Menschen, um als Menschen bestmöglich zu funktionieren. Selbst wer emotional eher flach verwurzelt und schnell angeödet und ausgelaugt von sozialer Interaktion ist, braucht diese für seinen Verstand. Die kleinen grauen Zellen verabschieden sich sonst auf Nimmerwiedersehen. Unser heutiges Fazit: Dumm wird der, der Dummes tut. In Anlehnung an dieses Zitat des sympathischen Anti-Helden Forrest Gump können wir nur bestätigen: Train your brain ist essentiell, wenn du das Deine behalten möchtest. Bleib im Gespräch mit anderen, aber auch in Bewegung. Halte dir Stress so gut es geht vom Leibe und sorge dafür, dass Schlaf, Wasser und eine ausgewogene Ernährung dein Gehirn aus dem Vollen schöpfen lassen. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.